Der Begriff Badminton wird auch fälschlicherweise mit dem Freizeitspiel Federball gleichgesetzt. Wobei Federball lange Ballwechsel zum Ziel hat, während Badminton ein Wettkampfsport ist und nach festen Regeln gespielt wird. Und dafür trainieren die Spieler der VSG Kuckelberg Woche für Woche. Wir sind zurzeit 80 Mitglieder, die hier den Sport betreiben. Wir sind in etwa 20 Aktive mit unserer Jugend dazu. Der Rest, das sind alles Freizeitspieler. Welche Regeln gelten beim Badminton? Also es wird entweder Einzel oder Doppel gespielt. Im Doppel gibt es noch die Variante, dass man als Mix auftritt. Als Mix bedeutet also Mann und Frau. Wir haben Linien, die die Spielfeldbegrenzung darstellen, und wir haben ein Netz. Das Netz ist sozusagen die Feldteilung, und man sollte versuchen, den Ball, wenn der Gegner den gespielt hat, nicht auf die Erde fallen zu lassen, sondern wieder zurückzuspielen, ansonsten ist es ein Fehler. Wo kommen die Mitglieder jetzt her? Zum Großteil aus Weißenfels, aber auch aus dem Umland. Ja, der weiteste ist aus Zeitz, dann aus Hohenmölsen haben wir jemanden, der hier mitspielt. Und ansonsten hier aus der Kernstadt Weißenfels und Umgebung. Nun ist Badminton eine Sportart, die den Aktiven einiges abverlangt. Hohe Ansprüche an Reflexe, Grundschnelligkeit und Kondition. Und es erfordert weiterhin für ein gutes Spiel Konzentrationsfähigkeit und taktisches Geschick. Aus diesem Grund achtet man im Verein darauf, dass die Kinder nicht zu jung dieser Sportart nachgehen. Also die Jüngsten bei uns in der Jugendabteilung, die sind so ab 10 bis 12 Jahre. Jünger macht es nicht viel Sinn, weil dann einfach die Kraft noch nicht da ist. Ja, und unser Ältester, der ist mittlerweile 75 und einer der erfolgreichsten in unserem Verein. Ja, dann kommen wir zu den Erfolgen. Auf welche Erfolge könnt ihr denn schon mal verweisen? Also der Helmut Wiegand, was unser Ältester ist, der ist mehrmals schon deutscher Meister gewesen, norddeutscher Meister und natürlich Landesmeister. Der größte Erfolg, den er selber errungen hat, war im Doppel mal eine Bronzemedaille bei einer Weltmeisterschaft in Schweden. Und das war 2017. Auch Badminton wird in den verschiedensten Ligen gespielt. Also Weißenfels spielt zurzeit in der untersten Klasse im Land, also Landesklasse. Und dort befinden wir uns zurzeit mit unserer Mannschaft im Mittelfeld, also auf Platz 2. Wenn wir dann Platz 2 halten, da wären wir ganz stolz. Aber das Mittelfeld wird wohl eher der Fall sein, dass wir da irgendwo dann am Ende der Saison landen werden. Wie hoch geht es jetzt hier bei uns in Sachsen-Anhalt? Das wäre dann die Landesliga, das wäre die nächsthöhere Liga. Und dann geht es schon in die Oberliga rein. Also das wäre dann schon überregional. Wie sieht es mit den Trainingszeiten aus, wenn man vielleicht mal ein bisschen auf den Nachwuchs kommt, dass man ein bisschen vielleicht dafür begeistern kann? Wie oft trainiert ihr hier? Also unsere Trainingszeiten für die Erwachsenen sind mittwochs hier in der Stadthalle von 18 bis 20 Uhr, in der Schlossgartenturnhalle am Freitag von 19 bis 21.45 Uhr. Und unsere Kinder, die werden freitags in der Schlossgartenturnhalle von 17 bis 19 Uhr trainiert. Und die Jugendspieler, so ab 14, 15, die ziehen wir dann mit in den Erwachsenenbereich rein. Die holen wir uns auch mit hier mittwochs her. Nun brauchen wir ja dann für jede Altersgruppe Trainer. Wie sieht es mit den Trainern aus? Also die Kinder werden hauptsächlich von unserem Uldi, von dem Helmut Wiegand trainiert. Dann haben wir noch einige Mannschaftsspieler, die sich bereit erklärt haben, an diesem Training teilzunehmen. Und ich unterstütze ab und zu mal, so wie ich gebraucht werde, das Kindertraining. Was wünschen Sie sich für die Zukunft für den Verein? Ja, ich wünsche mir weiterhin eine stabile Mitgliederzahl. Weil um den Sport betreiben zu können, braucht man eben auch immer Leute, die die Hallen besetzen, weil man eben auch immer Angst haben muss, wenn die Trainingszeiten nicht ausgenutzt werden, dass wir die vielleicht verlieren. Das ist natürlich immer ein Thema. Und dann wünsche ich mir natürlich so weit wie möglich Verletzungsfreiheit bei allen Spielen, weil das ist immer ein ganz großes Thema bei uns. Jetzt wollen wir Ihnen aber auch die aktiven und erfolgreichsten Spieler Heidrun Hauser und Helmut Wiegand nicht vorenthalten. Heidrun Hauser wurde von Helmut Wiegand damals zum Badminton verführt. Ich habe sie verführt. Da war sie schon 10 Jahre alt. Wir wohnten in der Bergstraße und wir hatten einen schönen Hof mit hohen Häusern hintenrum. Und da passte
auf den Hof im Federballfeld. Und da haben wir jeden Tag Badminton trainiert. Das hieß hier Federball damals. Jeden Tag Federball. Mit 10 Jahren angefangen, mein Bruder auch, das waren so Spielkameraden. Mein Bruder hat da das gleiche Geburtstag, also auch so alt wie Heidrun. Und die beiden dann jeden Tag. Und die, das hatte sich dann auch ausgezahlt im Laufe der Zeit. Und seine Erfolgsliste ist lang. Also 2015 war die Weltmeisterschaft in Schweden. Da habe ich den 3. Platz belegt im Herrendoppel. Ein Jahr später war die Europameisterschaft in Slowenien. Da bin ich Vizemeister geworden im Doppel auch. Zwischen den beiden war ich 2-mal deutscher Meister im Mix und 2-mal norddeutscher Meister im Einzel. Norddeutscher Meister, das heißt, es sind die Nordlichter, die norddeutschen Bundesländer. Zu dem Land gehören wir auch, obwohl wir fast neben Leipzig sind, müssen wir jedes Mal, also 2-mal das. Ne, und dann auf Landesebene dann immer Erster gewesen in Sachsen-Anhalt. In unserem Alter, muss ich sagen, haben wir keine Konkurrenz in Halle, in Sachsen-Anhalt. Das sind wenig Spieler, die in dem Alter noch mitspielen. Ja. Und auch Heidrun Hauser steht im Punkto Erfolge nicht nach. Bei den deutschen Meisterschaften habe ich schon Plätze belegt, bei den norddeutschen Meisterschaften, bei den Landesmeisterschaften. Ich habe jetzt zwar in der Reihenfolge angefangen, dann bei der Europameisterschaft in Slowenien habe ich einen 3. Platz im Einzel belegt. Zum Badminton gehören Schläge und Bälle. Worauf kommt es da aber an? Mit den Bällen erstmal, große Unterschiede. Es gibt aber in Sachsen-Anhalt eine Ballzulassung. Das heißt also vor der Saison, immer wenn die Saison beginnt, wird vorgeschrieben, ihr könnt die Bälle, die und die und die nehmen. Da gibt es Bälle, die sind zu schnell, manche, die flattern da rum und so weiter. Also das ist sehr unterschiedlich. Ist aber auch eine Preisfrage. Ja, es kostet 1 Dutzend Bälle. Bei Weltmeisterschaften 30 Euro. Und wenn wir ein Einzel oder ein Doppel spielen, dann gehen mitunter 3, 4, 5 Bälle kaputt. Also das ist sehr kostenspielig, so eine die Sport. Mit den Schlägern ähnlich, es müssen gute Schläger sein. Früher gab es ja welche, die hatten ja noch ein T-Stück. Da hat es passiert, dass die so abklappten dann auch. Ne? Das ist jetzt alles aus einem. Carbon-Schläger, das sind die guten hier. Für so einen Schläger, also so 60, 70 Euro müssen sie schon mindestens ausgeben. Ja, und nach oben sind da bekanntlich keine Grenzen gesetzt. Die Belastung für den Körper ist schon enorm, gerade im Hinblick auf die Gelenke. Helmut Wiegand steckt das alles noch weitestgehend weg. Bei seiner Partnerin sieht das etwas anders aus. Und Sie sagten ja vorhin auch, ich habe es mitgehört, die Belastung, inwieweit ist die groß? Wir machen hier viel Ausfallschritte und das geht aufs Knie. Viele haben Probleme mit dem Knie. Ich noch nicht und Sie ja. Das hat jetzt in der letzten Zeit erst angefangen. Aber da muss man durch. Ja, ich mache das seit über 50 Jahren, bin ich Abteilungsleiter gewesen. Erst bei Motor Weißenfels, dann bei Lokomotive Weißenfels und dann sind wir zum VSG Kugelberg übergewechselt. Und ich habe dann unseren Jens Mücke hat mich dann abgelöst. Ich hatte mal noch, wenn ich 50 dabei gewesen bin oder wenn ich 70 Jahre alt bin, dann mache ich keinen Abteilungsleiter mehr. Und das habe ich dann auch gemacht. Mit 70 habe ich dann meinen Abteilungsleiter abgegeben, trainiere aber heute noch, immer noch seit über 50 Jahren die Kinder und Jugendlichen. Und das macht ihm noch richtig Spaß, denn er fühlt sich noch richtig fit. Und mit einem Augenzwinkern zu Heidrun Hauser. Sie hat jetzt 20 Jahre ausgesetzt, das ist ihre Schuld, die hat ein Kind großgezogen. Dann kam sie noch, der Zweige, nach 20 Jahren kam sie wieder. Ja, dann kann ich natürlich nicht mehr diese Bewegungen, wie es mal war, 20 Jahre nichts gemacht. Ja. Nach 20 Jahren Pause, dann wieder den Einstieg gefunden. Ja, ja, er hatte mich ja dann in dem Moment gleich verdonnert, zur Landesmeisterschaft zu fahren. Und da war ich auch gleich wieder erfolgreich. Und da im Einzel und im Mix hatten wir dann den 1. Platz. Und da im Doppel habe ich den 2. Platz damals belegt. Na dann kann man den beiden für die Zukunft nur eines wünschen. Viel Gesundheit und dass ihnen der Spaß und die Freude am Badminton lange erhalten bleibt. Übrigens die höchste Geschwindigkeit, die je beim Sport erreicht wurde, schaffte ein malaysischer Badmintonspieler. Er beschleunigte den Federball im Jahr 2009 auf beinahe unglaubliche 421 Kilometer pro Stunde. Allerdings muss bedacht werden, dass der Ball sehr stark abbremst, bevor er beim Gegner angekommen ist. Damit dürfte Badminton wohl die schnellste Sportart der Welt sein.